Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des literarischen Adventskalenders des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr, im Jahr 2021, möchte ich mit euch zusammen 24 neue Perspektiven auf Weihnachten werfen. Und zwar möchte ich dieses Jahr aus der YouVersion Bible App einige Andachten und Bibelstellen mit euch teilen. Und es beginnt mit dem Vorwort: eine eigenartige Jahreszeit. In einem weltweit bekannten Weihnachtslied Minuit Chrétien, wer kennt es nicht, welches im Englischen O Holy Night heißt, gibt es eine Zeile, die vielleicht auch in dir widerhallt in dieser Zeit. A thrill of hope, the weary world rejoices. Also man könnte es so übersetzen: eine mitreißende Hoffnung, die müde Welt erfreut sich. Und was könnten wir mehr in dieser Zeit gebrauchen als eben genau das, was in dieser Liedzeile ausgedrückt wird? Denn jetzt, wo die Adventszeit beginnt, höre ich immer wieder Leute, die davon erzählen, dass sie so unglaublich erschöpft sind, dass sie genug haben, dass sie nicht mehr weiter können. Das heißt, wenn es dir genauso geht, ja, dass du dich erschöpft fühlst, dann bist du nicht alleine. Man könnte sogar sagen, dass müde und ausgelaugt sein eigentlich genau der richtige Moment dafür ist, die Adventszeit kommen zu lassen. Der Advent existiert nämlich, um uns daran zu erinnern, dass obwohl Dunkelheit und Sorgen uns umgeben, die Hoffnung auf Weihnachten nicht fern ist. Das mag dir zwar irgendwie ein wenig fern erscheinen, das mag dieses Jahr vielleicht sogar unmöglich erscheinen, sich hoffnungsvoll zu fühlen. Möglicherweise hast du vielleicht deinen Job verloren, ja, oder du fühlst dich von denen isoliert, die du liebst. Vielleicht musstest du sogar den Verlust eines Familienmitglieds oder Freundes beklagen. So, wenn du dich umschaust, dann mag das Einzige, was du gerade sehen kannst, Dunkelheit sein. Und wenn du versuchst zu blinzeln, um deine Augen an die Dunkelheit der Nacht zu gewöhnen, dann scheint es einfach kein Licht zu geben. Die Last von Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit und Schmerz scheint schwer zu sein oder ist auch tatsächlich schwer. Oder du bist vielleicht einfach nur müde, innerlich betäubt, bereit, dir die Decke über den Kopf zu ziehen und diese ganze Weihnachtsfreude lieber nächstes Jahr noch einmal zu versuchen. Aber ich will dir vorschlagen, vielleicht gibst du dem Ganzen doch noch mal eine Chance. Vielleicht erkennst du mit mir zusammen stattdessen die Realität der Dunkelheit dieser Welt und du wirst Augen dafür bekommen, den Advent durch dieselbe Linse zu betrachten, durch dieselbe Linse wie die Menschen, die vor Tausenden von Jahren auf einen Messias warteten. Die Situation der Menschen im ersten Advent sozusagen, im ersten Weihnachten, war nicht viel anders als die Situation, die wir heute erleben. Seit dem letzten Propheten Maleachi hatte das Volk Israel 500 Jahre lang nichts mehr von Gott über seinen Erlöser gehört, über die Hoffnung. Gottes auserwähltes Volk muss zu ihm aufgeschrien und sich gefragt haben, wie lange es noch dauern würde, bis ihre Hoffnung, ihre Erlösung eintreffen würde. Es war einfach zu dunkel und Gott schien zu schweigen. Und vielleicht hat es sich eben für dich und mich dieses Jahr genauso angefühlt. Ich kann das für mich schon auch sagen, ja. Und deswegen möchte ich gerne mit euch zusammen in den nächsten 24 Tagen immer wieder jeden Tag ein neues Türchen der Hoffnung öffnen und schauen, ob es neue Perspektiven gibt, die wir auf Weihnachten entdecken können. Stell dir also einfach mal heute die Fragen, inwieweit genau
unterscheidet sich diese Adventszeit eigentlich von der vergangener Jahre? Und fällt es dir schwer, geduldig zu sein, wenn du überhaupt generell auf Gottes Verheißungen wartest? Warum ist das so? Oder warum ist das nicht so? Und schließlich, an welche Charaktere denkst du, wenn du dir innerlich das Bild von der Weihnachtskrippe vorstellst? Wer kommt dir da in den Sinn? Und die Bibelstelle, die ich heute dazu lesen will, kommt aus Johannes 1. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, das heißt ihm vertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott sozusagen als ein Weihnachtsgeschenk. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie von Gott nur seinem einzigen, wie Gott sie nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das war es für heute Morgen und ich freue mich darauf, mit euch zusammen diesen Weg zu gehen. Und wenn du magst, kommentiere doch einfach unter diesem Video Gedanken, Assoziationen, Fragen, was auch immer dir jetzt in den Sinn gekommen ist. Und dann wünsche ich dir einen hoffnungsvollen, einen nachdenklichen Tag, 1. Dezember 2021. Bis morgen. Kaffee.